Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Fallout 1. In der letzten Aufnahme haben wir ein bisschen Junktown erkundet, Junktown von Gizmo befreit und ein paar hilflose, wehrlose kleine Mädchen beschützt. Wird also Zeit für uns, ein bisschen weiterzuziehen. Ein paar Quests warten noch auf uns hier in Junktown. Ich guck mal, wie weit ich sie triggern kann. Oder überhaupt lösen kann. Da viele Quests sich überhaupt erst mit bestimmten Stat-Werten triggern lassen, beziehungsweise damit überhaupt lösen lassen. Das heißt, mit diesem Ausgangscharakter, wie wir ihn gerade haben, werden wir natürlich auf die eine oder andere Quest stoßen, die wir so nicht annehmen oder nicht lösen können. Beziehungsweise sich gar nicht erst für uns ergibt. Manch eine Quest-Option haben wir dann gar nicht erst zur Verfügung. Starten wir einfach mal direkt weiter. Eine Quest handelt in diesem Fall noch von den Skulls. Die Skulls sind ein paar sehr sympathische, junge, nette Menschen, die wir hier oben antreffen. Und zuerst reden wir erstmal mit diesem Gangmitglied. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Soli, neu in dieser Stadt, geht dich nichts an vor uns. Ich bin Soli und ich bin neu in dieser Stadt, wir sind doch freundlich. Jeder scheint zu wissen, dass das Gebiet des Kalts ist. Du machst besser eine Fliege, bevor es jemandem einfällt, dir weh zu tun. Nette Begrüßung, muss man ja sagen. Ich dachte, das Badezimmer, tschüss. Die Skulls, wer sind die denn? Das sind wir. Wir sind eine Wir sind die härteste Gang der Stadt. Eigentlich sind wir die einzige Gang. Keiner legt sich mit uns an. Gut, wenn man die einzige Gang in einer Stadt ist, ist es leicht, auch die härteste Gang zu sein. Nehmen wir mal an, dass die hier was zu sagen hätten, Fragezeichen. Da kannst du Gift drauf nehmen. Niemand legt sich mit uns an. Bis auf Killian, aber der ist einfach cool. Er ist wie ein Sheriff. Wir machen, was wir wollen. Wer ist alles in der Gang? Was genau machen diese Kerle? Fragen wir mal, warum sich überhaupt mit diesen Kerlen rumtreibt, ne? Ach nee, wir fangen von vorne an. Wer ist eigentlich dieser Gang? Und dieser Gang? Das ist also Victor. Und dort ist Shark. Der immer im Scumpit ist. Und Winnie und ein paar andere Kerle. Die ab und zu vorbeischauen. Boah. Wo ist denn das Scumpit? Eigentlich wissen wir schon, wir haben es zwischenzeitlich schon gesehen, sind dran vorbeigegangen. Aber wir lassen uns trotzdem eine Wegbeschreibung geben. Oh Mann, das Campit ist eine verruchte Bar nördlich von hier. In der Nähe von Gizmos Casino. Was genau machen denn diese Kerle eigentlich? Wir hängen hier einfach nur rum und manchmal machen wir ein paar Spielchen bei Gizmo. Aber wir vergnügen uns im Campit. Ab und zu erledigen wir ein paar Jobs für Gizmo oder für irgendeinen Reisenden. Victor gefällt es auch, Leuten aufzulauern. Eigentlich wäre es ganz ratsam, wenn du dich von ihm fernhalten würdest. Gut, an dieser Stelle können wir uns jetzt noch etwas von über Gizmo in Erfahrung bringen, aber ich meine, er ist eh tot, also insofern lasse ich das mal außen vor. Wir fragen einfach mal, warum sie sich mit diesen Kerlen rumtreibt. Wir sind wie eine Familie, wir passen aufeinander auf, bis auf Shark, der immer was kaputt macht. Und Victor, der die Leute so komisch anstarrt. Aber Winnie ist einfach cool. Und wir machen das was zusammen. Du weißt schon, wir sind sowas wie Freunde. Gut, Oh, du schon wieder. Du weißt, es ist wahrscheinlich nicht gut für deine Gesundheit, wenn du dich hier aufhältst und kein Skulls bist. Und du bist kein Skulls. Guck mal an,
wenn ich mich noch recht erinnere, gibt es auch die Möglichkeit, mit ihr zu reden, so dass sie sich überlegt, von den Skites wegzugehen. Da man die Skites auch unter Umständen auch aufmischen kann, sofern man das will. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ja, ihr Skites könntet wahrscheinlich nicht meiner schlafenden Brahmin umhang, geschweige denn, das mit mir aufnehmen. Gut, jetzt könnten wir so provozieren, wir fragen mal, was sie immer so treibt. Nicht so viel eigentlich. Es gibt nicht viel zu tun. Shark hat wie immer ein paar Schlägereien im Scampet angefangen. Oder was könnte man hier sonst noch machen? Ja, sie könnte ja immer noch was anderes machen, ne? Begabung oder Hobbys nachgehen. Also ich male gerne und Winnie sagt, ich bin ein ziemlich guter Koch. Hey, und wir haben viel Spaß, verstehst du? Knickknack. Ja, aber was macht sie, wenn sie älter wird? Ne? Das wäre mal interessant. Bleibt sie denn hier oder will sie mal Geld verdienen? Also, hab nie viel drüber nachgedacht. Winnie und Victor verdienen etwas Geld. Und Shark spielt verdammt... Oh, also dieses Sturm. Und Shark spielt manchmal den Leibwächter für einige Besucher, die hierher kommen. Ich weiß nicht. Ah, sie sollte schon raus, solange sie noch keine... Kann schon sein. Hab nie viel drüber nachgedacht. Okay. Gut. Wir reden sie einfach nochmal an. Wir sind beharrlich. Nee. Schade. Gut. Scheinbar ist unser Redenskill oder unser Charisma nicht hoch genug. Tja. Eine Seele weniger, die wir retten können. Ich speichere einfach mal zwischendurch, weil es ist immer ganz gut, da man mit bestimmten Dialogoptionen manchmal Aktionen hervorrufen kann, die man nicht unbedingt hervorrufen will. Gucken wir uns mal die Kleinen vorne hier an. Hau ab. Mhm. Ah, du hast ein paar Decke übrig. Nö, Heini. Gibt nichts. Frisches Blut. ja, und ich glaube, ich gehe jetzt. Du bist nicht gerade ein fröhlicher Mensch, nicht wahr? Warum sagst du das? Ich bin ziemlich fröhlich. Ich bin sehr fröhlich, weil ich nämlich viele Dinge gebe, die bluten. Du bist ziemlich krank im Kopf. Ja, das ist auf jeden Fall. Ein Kunstverständiger. Das kann ich verstehen, glaube ich zumindest. Endlich jemand, der mich versteht. Okay. Ja, man könnte ihn natürlich auch ein bisschen provozieren. Und ihn zum Angriff überreden. Du befindest dich auf dem Skull-Territorium, Fremder. Beeil dich lieber. Skulls, wer seid ihr, Jungs? Wir sind die einzige Junktown-Gang. Uns gehört die Straßen und wir beherrschen die Stadt in der Nacht. Wird Batman auch was dagegen haben? Nicht mal auf dem Pausenhof was zu melden, genau. Ich dachte, diese Stadt wurde von Gizmo beherrscht. Naja, wurde, also... Jetzt nicht mehr, ne? Dieser Fetzer kann nicht einmal alleine aufstehen. Wir haben die Macht in dieser Stadt. Wir nehmen uns, was wir wollen. Oh, die wissen schon, dass es Killen auch noch gibt. Wir lassen Killen in Ruhe und er lässt uns in Ruhe, solange alles unauffällig abläuft. Verstanden? Ich verstehe schon, ich muss mich vor ihm verstecken. Wir brauchen uns von niemandem... Entschuldigung, die Nase juckt. Wir brauchen uns das von niemandem gefallen zu lassen. Am wenigsten von Killian, nur weil er sich für einen glorifizierten Sheriff hält, heißt das noch lange nicht, dass er die Skulls kontrolliert. Also ist es, ist er denen auch ein Dorn im Auge. Na gut, jetzt könnten wir natürlich, versuchen, Killian umzulegen. Was ich allerdings ja ausprobiert habe, ist, wenn wir jetzt versuchen, ihn umzulegen und dann auf die schießen, aber ich glaube, Killian, nimmt das uns so oder so übel. Aber wir können ja mal trotzdem gucken, was passiert. Du willst Kean umlegen? Mann, du bist verrückt. Mann, ich weiß nicht. Okay, ich bin dabei. Okay, gut. Zugegeben, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Was willst du jetzt schon wieder? Nichts. Okay, gut. Ich dachte, jetzt kommt automatisch so ein Kampf wie vorhin mit Gizmo. Hallo, mein... Ah, nee. Oh, scheiße, ich habe vergessen, welche Stimme ich für ihn genommen habe. Hallo, mein... hallo nochmal, mein kunstverständiger Freund. fragen wir ihn mal, ob wir ihm schon mal gesagt haben, dass er krank genug ist. Sag das nicht. Meine Mutter hat das gesagt. Du wirst dafür bezahlen. Ich bin ein guter Junge, nicht wahr, Mami?
Ja gut, jetzt haben wir so ein bisschen provoziert, den Guten. Das sind wir selber schuld. Reihen wir damit mal unsere kleine Betsy ein. Boah, das ist nämlich einen soliden One-Hit. Aber ich lade einfach nochmal neu, weil das war jetzt ein bisschen vergeigt. Wir gehen nochmal rein. Ich lese jetzt aber nicht nochmal alles vor. Ich klicke jetzt einfach bloß nochmal die Dialogoption. Ob sich eventuell noch was anderes ergibt. Bam, 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 bam. Sky, zur Seite, Jungs. Gizmo. Die mit Kilian verstecken. Nicht aufregen, genau. Gut, ja. Eigentlich gibt es auch noch die Option, dass man sich mit den Skulls so ein bisschen verbrüdern kann. Kriegt man von den Skulls eine kleine Quest und muss nämlich einen Krug aus dem Scum-Pit klauen. Was natürlich nur geht bei Nacht. Aber von außen ist, bei Nacht ist natürlich das Scum-Pit. Nee, Quatsch, bei Tag so rum, weil dann keiner an der Bar ist. Und tagsüber nehme ich diesen kleinen Krug hier, den man hier sieht. Und tagsüber ist das Scum-Pit abgeschlossen. Aber es gibt einen kleinen Trick, wie man ohne Schlösser knacken da rein kann. Werde ich allerdings nicht verraten. Die Quest haben wir leider nicht. Ich gehe einfach nochmal zurück zum Doc. Weil Doc Morbid, mit dem wollten wir ja noch ein bisschen plaudern, ne? Wollten ja mal fragen, ob wir noch Großmengenrabatte auf die Lego-Anspieße kriegen. Ob uns vielleicht in seinem interessanten Geschäft daheim lässt. Dummidi, 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 dumm. Muss ich selbst mal gucken, wo das gerade war. Karte. Ne, unten, genau, eine Map runter. Genau, eine Eingangsmap, jetzt weiß ich ja. Jojo. Alle Maps kann ich mir natürlich auch nicht merken. So, Hospital. Ach, da ist er. Unser Freund. Gut, damit wir hier keine ungewünschten Reaktionen hervorrufen, speichern. Eine sehr überlebenswichtige Funktion in diesem Spiel. Hallo, guter Mann. Ich bin Doc Morbid. Kann ich behilflich sein? Ah, wir wissen Bescheid über Iguanamob. Uff, wovon redest du denn? Ich hatte eine kleine Unterredung mit deinem Troll. Er schaut ganz schräg von der Seite, von einer Seite zur anderen. Das beweist doch gar nichts. New Edge ist ein bisschen langsam im Kopf. Keiner hört ihm hier zu. Verschwinde lieber. Na gut, er war jetzt nicht sehr gesprächig. Oh, du schon wieder. Ich mag deine Art, auch wenn ich dich nicht leiden kann. Womit kann ich diesmal dienen? Na gut, jetzt kann er uns nur noch ein bisschen reden. Bitte verschwinden, ich hab zu tun. Gut. Gucken wir mal, was er zu handeln hat. Zwei Stimpacks, und eine Zange, gut, lohnt sich jetzt nicht. Gut, wir hätten natürlich auch mit der Sache beginnen können und den kleinen Troll, wie er ihn so schön nannte, unten ausschalten können. Hätten wir natürlich ihn und seine Leibwächter, also Morbid und seine Leibwächter, auch gleich Argo gezogen. Hätten den Laden einfach nur ausgeräuchert. Ich meine, ich überlege gerade, ob wir es machen, die Idioten einfach abknallen. Würde auch keine größeren Konsequenzen nach sich ziehen, genauso wenig wie ihn am Leben zu lassen, zumindest nicht, dass ich jetzt wüsste. Also ihn ab, also auf jeden Fall könnte man ihn jetzt ohne größere Schwierigkeiten abknallen. Also es würde uns keiner in der Stadt hassen. Oder auf uns losgehen, aber es macht jetzt auch nichts, wenn er noch lebt. Gut, Junktown ist eine recht kleine Stadt. Einige Quests haben wir jetzt einfach mal außen vor gelassen, beziehungsweise konnte ich eh nicht triggern. Es gibt im Scum-Pit noch eine Ring-Quest, wo man in einem Vox-Ring Schlagabtausch machen kann. Allerdings habe ich die Quest gar nicht erst gestartet, weil unsere Ausgangswerte dafür nicht hoch genug sind, um alle Gegner niederzuringen. Also dann bräuchte man schon eine Stärke von 10, da es ein Faustkampf ist.
und man schon einen entsprechend gestatteten Charakter haben sollte. Ist für uns jetzt insofern nicht schaffbar, die Quest ist komplett durch. Also wir können vielleicht die ersten 2-3 Gegner killen, K.O. schlagen, aber da wird es auch aufhören. Und wenn wir schon die ganze Quest machen, darum lassen wir es einfach aus. Viel interessanter ist sowieso der Hub, zu dem wir jetzt kommen.